Salve a tutti, es ist der 25. März, wir haben 17.44 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um das Gold. Das habe ich jetzt auch schon fast 20 Tage nicht mehr gemacht. Beim letzten Mal sprach ich von diesem Kumulationspunkt, den wir hier haben, aufgrund des Trendkanals. Ich mache mal das ein bisschen mehr rein. Aufgrund dieses Trendkanals hatte ich hier gesagt, hier ist so ein Kumulationspunkt, das sieht so aus, als ob das ein Boden ist. Soweit hat der Boden ganz gut gefruchtet. Aber was jetzt passiert, das ist irgendwie, im Moment ist es langweilig, aber ich muss fast befürchten, da passiert was. Wir haben hier, ich gehe mal zuerst mit euch in die Woche rein. Das ist die Woche. Eine Kerze, eine Woche. Auch hier gilt natürlich der Trendkanal. Ich habe diese Linie neu eingezeichnet, das sehen wir gleich beim Tageschart. Es ist ein relativ okay Kaufsignal entstanden über den Oszillator. Das MACD ist positiv über die moderne Sichtweise. Wir haben den Trend unten ausgefüllt. Das sieht von hier aus gar nicht so schlecht aus, muss ich wirklich sagen. Das sieht echt so weit aus, als ob wir hier locker die 20-Wochen-Linie, sprich die obere Begrenzung von diesem Kanal hier, dass wir das durchaus sehen können. Also ich mag das auf Wochensicht und bin der Meinung, das gebe ich jetzt schon kund, auf Sicht von 3 Monaten sollte das Gold höher sein als jetzt, auch wenn es vielleicht vorher noch mal kurz taucht. So, das ist jetzt der Tageschart. Ja, wir haben also hier das bekannte Doppeltop, das nehme ich jetzt hier raus. Ich habe hier eine neue Linie gezogen, einmal quer durch die Pampa, deswegen, das ist jetzt nicht so ganz genau zu nehmen, hier bei 1748. Das soll nur mal so ein optischer Hinweis sein, aber wir sind an diesem Downtrend dran. Der ist 1, 2, 3, 4 Mal bestätigt worden, hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Die Bänder gehen deutlicher zusammen. Ja? Wir haben das obere bei 17,55 und das untere bei 16,92. Das ist nicht viel beim Gold. Ja? Das sind gerade mal 62 Punkte. Das ist nicht viel. Das gilt als recht eng. Und oder irgendwas passiert hier. In dieser Zeit, wo wir jetzt hier den Trendkanal nach unten ausgefüllt haben, ist das MACD erstmal gestiegen, das ist soweit okay. Es ist momentan kurzfristig leicht negativ, über den Oszillator auch. Also wir sind jetzt hier auch noch an dem Trendkanal gescheitert und wir haben hier einen meiner Meinung nach recht wichtigen Chartpunkt. Da sind wir nämlich bei 1752. Das verbindet sich momentan mit dem oberen Band. Ich versuche ja immer so eine Verbindung zu finden aus den verschiedenen Betrachtungsweisen. Also dieser Punkt von 1752 bis 55 ist relativ wichtig. Der muss eigentlich schon drüber gehen. Wenn das Gold mit einer Stundenkerze über die 1753 geht, aber schon, das muss dann schon in 60er-Bereich reingehen, dann ist diese Bodenbildung hier für mich unten mehr oder weniger abgeschlossen und sie zieht nochmal hoch, das Gold zieht nochmal hoch, wenigstens hier bis zu 18,18. Das würde sich auch decken mit der Wochensicht. Das Problem ist aber, das Verkaufssignal hier und diese Schwäche. Vor dem Hintergrund muss ich eigentlich davon ausgehen, das Gold ist momentan in der Chillphase, es wird hier noch so ein bisschen hin und her zappeln, bevor es oben rausbricht. Und das kann durchaus auch nochmal die 1700 sogar sehen, im Extremfall. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht. Nochmal hier die 1655, den unteren Trendkanalbereich. Also, ich warte mit Käufen. Ich werde persönlich eher long gehen, wenn wir hier über der 1760 sind. Mindestens mit einem Stundenschluss. Nichts 5 Minuten, 10 Minuten, mindestens ein Stundenschluss. Und der muss auch dann sofort gestoppt werden, wenn wir wieder in den Kanal reingehen. Aber das kann eine schöne Wette sein im Sinne von 1818. Das reduziert sich ein bisschen, aber es ist nicht so viel. Ja? Da sind wir vielleicht bei 1815. Also auf jeden Fall eine 1800 wären dann durchaus möglich. Im Moment hier ist es für mich ein Non-Event, dafür kann man versuchen zu spielen, mal 20 Punkte hoch und runter, aber das ist mir zu mühsam, das lasst den jungen Leuten. Und vor dem Hintergrund, ich glaube, wir werden erst negativ, nicht wenn wir den Freund hier unterbieten bei der 1876, sondern unter diesen Trendkanal fallen, das habe ich momentan eigentlich nicht auf meiner Liste. Aber nochmal so einen kleinen Taucher hier runter, die Longs nochmal ein bisschen rausschütteln, das ist durchaus möglich. Ich habe für den Long folgenden Schein mitgebracht hier. Das ist ein, wo ist er denn? Hier ist er. 1644er. Da sind wir also unterhalb des Trendkanals. Der kommt allerdings nur bei mir dann rein, hat momentan 20er Hebel, wenn wir wirklich hier mit Stundenkerze drüber gehen und schließen. Und schließen, ganz wichtig, unterstrichen. Das ist ein 1644er, 20er Hebel. Das ist ein unlimitierter Schein. Also Open End, das ist die GC130Z.
Gustav Cäsar 130 Zeppelin. Aber wie gesagt, erst dann, wenn er hier drüber ist. Ja? Weil dann sieht auch der Chart wieder ein bisschen schöner aus. Überbietet das letzte Zwischenhoch. Ja, kann man probieren. Macht Sinn für mich. Einen Put. Möchte ich eigentlich erst hier so bei 18, 15 wäre da mal nachzuschauen. Aber das ist mir zu knapp. Wie gesagt, ich gebe ihm ein bisschen bessere Chancen. Das wäre mir zu knapp. 18, 15, also da muss ich schon mal den Hebel hier so ein bisschen runternehmen im Bereich 15. Und dann lande ich hier bei 18, 42. Da sind wir also knapp vor der 200-Tage-Linie. Der kommt aber bei mir nur dann ins Buch rein, wenn wir wirklich das hier rausnehmen. Vorher nicht. Ja, also unter der 18,50 schließen. Auch hier mit Stundenkerze. Vorher nicht. Und dann hat er natürlich auch nicht mehr so einen tollen Hebel. Aber momentan ist es für mich der sinnvollste. Man kann vielleicht einen Hebel 17, 18 nehmen, ja. Aber ich fühle mich mit dem hier eigentlich ganz wohl. 1842, auch ein Open-End-Schein. Und das ist die Kennnummer Gustav Heinrich II. Richard, was sagt man denn für J? Jupiter. Martha. GH2RJM. Jupiter. Aber wie gesagt, erst hier und drunter. Im Moment ist es noch im Chill-Modus. Und ich gehe davon aus, dass das noch ein bisschen weitergeht. Aber das ist für mich die erste Make-or-Break-Line. Das ist hier oben. 17,53 mit Schlusskurs, Stundenkerze überboten. Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und erstmal alles Gute. Und für die, die nicht mehr da sind, schöne Eiertage. Bye, bye.